Jetzt hat man natürlich die Schwierigkeit, hier aus diesem, von diesem Hof herunterzukommen. Dazu muss ich mal kurz den Traktor auch noch beiseite fahren. Und dann schauen wir mal, wie wir das hier rausbuxieren. Ich probiere es meistens, wenn ich erstmal so quer mit dem Gerät hier rumfahre, weil das 12 Meter breite Schneidewerk ist eben eigentlich zu groß. Damit ich besser hier umher hantieren kann, werde ich jetzt mal kurz den Verkehr ausschalten. Da ist er, Verkehr aus. Kurz speichern, damit ich das nächste Mal nicht mehr machen brauche, falls ich irgendwo... So, dann schauen wir mal, welches Feld das ist und kaufen dieses. Also, es handelt sich um Feld 19. Das ist also wie angezeigt mit der L3-Taste anklicken, dann mit der R3-Taste anklicken und kaufen. Und schon könnten wir loslegen. Das ganze Gerät aufklappen, mit der L1-Taste drücken, Drescher aufklappen. Und wie ihr seht, kann man die beliebigen Schneidwerke der anderen Marken auch für die unterschiedlichsten Mähdrescher oder Gerätschaften verwenden. Das ist also nicht, dass man einen Case-Mähdrescher nur mit Case-Schneidwerk benutzen kann oder ein John Deere mit John Deere-Schneidwerk. Das ist also nicht so. Da. Also schalten wir mal ein und schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Also 12 km/h und eben... Das Auffüllen richtet sich auch danach, also das, wie schnell es auffüllt, richtet sich danach, ob das Feld vorher gedüngt wurde, ob dort Unkraut ist. Also wenn dort kein Unkraut ist und das gut gedüngt wurde, dann gibt es eine Ertragssteigerung und dann ist natürlich auch das Volumen von 17.100 Liter schneller erreicht. Kann auch ein bisschen wegzoomen, damit es auch etwas leiser wird vom Ton her. Wir können dann auch einen Helfer einstellen. Das machen wir jetzt mal. Damit ich jetzt mit dem LKW schon mal zum Überladen des Maises drüber fahren kann. Dann können wir noch das Verdeck öffnen, wieder L1-Taste drücken. Da ich jetzt keinen Verkehr habe, kann ich dann den LKW hier irgendwo in der Nähe hinstellen. Schauen wir mal. Wie man hier schon sieht, der Helfer ist nicht optimal. Also er lässt die letzte Reihe da stehen. Deswegen werde ich jetzt wieder zurückwechseln.
Aber man kann dann noch ein paar Einstellungen später machen, damit er diese Fehler eben weniger ausführt. Aber jetzt erstmal den Helfer entlassen. Und ich schalte mal um auf Tempomat. L1, R1 gedrückt, Rundtaste und schon geht's wieder per Tempomat weiter. Dann braucht er auch bloß noch links und rechts ein bisschen justieren, wie er das Feld dann, ob er das vernünftig schneidet oder ob das ein bisschen korrigiert werden muss. Und wie man sieht, hat er schon 8600 Kapazität gefüllt. Das bedeutet, nach etwa zwei Reihen wird der wird die Kapazität des Mähdreschers erreicht sein und ich werde dann diesen erstmal in dem LKW entleeren. Die Abgabestelle seht ihr gleich im Hintergrund, wo ich nachher den Mais abgeben kann. Eine andere Abgabestelle wäre genau auf der gegenüberliegenden Seite der Karte im Norden. Kann man alles natürlich etwas ordentlicher machen noch. Vernünftiger, aber naja, fürs Erste reicht es erstmal, um das euch zu zeigen. Und es geht eben relativ schnell. Wenn ihr es natürlich noch schneller abernten wollt, weil die Felder ja nun doch recht groß sind, könnt ihr natürlich selber einen Mähdrescher fahren und noch zusätzlich einen zweiten Mähdrescher kaufen oder mieten und dann einen Helfer dann noch einsetzen. Oder eben ihr kümmert euch nur um den LKW, wenn der Mähdrescher eben entladen werden muss. In Kürze kann man den Mähdrescher entladen. Das ist jetzt der Fall. Dazu klappen wir das Rohr aus, L1 gedrückt und die Pfeiltaste nach links und in die Nähe des LKWs fahren, so dass das Rohr dann zum Entladen bereit ist. Um es einfacher zu machen, könnte man natürlich auch das Schneidewerk kurz ablegen und nur mit dem Mähdrescher schnell zum LKW fahren, um es zu entladen. Sonst könnte man auf anderen Karten kann man auch mit dem Mähdrescher direkt zur Abgabestelle fahren und dort abgeben, weil man dort mehr Platz hat zum Entladen. So, jetzt machen wir schnell noch den Fehler korrigieren, den der Helfer da gemacht hat. Und es kann weitergehen.
Also, ich zeige euch dann noch, wie man dann den vollen LKW dann in der Abgabestelle entlädt. Aber das dauert noch ein wenig, bis ich den LKW oder den Anhänger des LKWs gefüllt habe. Da ja da doch bei 72.000 muss ich da doch einige Mähdrescher Ladung dort hinein bringen, um es dann abgeben zu können. Oder man kann es ja auch vorher abgeben, aber um es effektiver zu nutzen.